Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf dem Marsch. Wir werden mal schnell zur BGA fahren. Da ich ja den Verdacht habe oder es gesehen habe, dass die Silagebahnen noch keine Silagebahnen sind, sondern Grasbahnen, also die BGH, also aktuell Grasbahnen. Ob das so gut ist, geldmäßig, bezweifle ich mal ganz kurz. Also schnell hinfahren, die Bahnen vom Trecker wegnehmen. Und dann werde ich den Flug wieder aktivieren. Nebenbei wird noch Ballen gepresst auf Feld 1 und 13. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Und dann müssen wir auf den Wiesen, Quatsch, auf den Feldern 2 und 15 düngen. Das ist auch ganz wichtig. Das sind die nächsten Schritte. Und dann wollen wir sehen, ob wir auf 1 und 13 flühen oder nicht flügen müssen, dann wird da entsprechend ausgesät. So, die Ballen nehmen wir ganz kurz weg und lagern wir entsprechend daneben. Was ich mir überlege ist, baue ich hier eine Halle hin. So eine Silagelagerhalle, so eine Ballen. Halle könnte man machen, ja, könnte man. Aber denkt man, die wir heute noch Arbeit kriegen, beziehungsweise heute ingeben, also der Tag hat gerade begonnen. Ja, super, naja. Das macht ja nichts. So, jetzt schnell sammeln und vor allem den Traktor aktivieren. So, ja, zwei Folgen heute noch, die ich noch machen muss, damit die entsprechende Session voll ist. Und dann geht es ran an die Arbeit, noch zwei hochladen, also die zwei, und dann geht es ran an die Arbeit mit Thüringen. Wir müssen aber ganz schnell den Flug aktivieren. Das ist wichtig. Das heißt, hier müssen wir hier nochmal kurz den Kurs berechnen. Der Traktor vorher war, glaube ich, zu schwach. So, das ist jetzt Feldarbeit. Viermal, das ist besser wie dreimal, weil mit dem Wenderadius ist es besser, wenn man größer ist. So, wo fangen wir an? Wir fangen an. In den Feld rein. Das ist, glaube ich, ein bisschen klüger, weil dadurch einen Rand brauchen wir nicht mehr. Beziehungsweise werden dann entsprechend dann nacharbeiten. So, jetzt fällt er normalerweise Richtung. Na, wir machen gleich wieder. Ah, ist dieser Boden so nass. Sollte er nicht anfangen. Das ist natürlich was ungünstig vom Wetter her, ne? Ja. Nicht so schön. Nehmen wir den Kurs und mal gucken. Normalerweise. Ich werde mal eine Bereifung draufziehen lassen, also eine dicke Bereifung. Das sollte eigentlich dann auch versuchen, dass es klappt. Bezweifle ich mal, aber es war bestimmt garantiert besser. Ich meine, wenn man sich reell vorstellt, der Boden ist nass, da ist keine gute Haftung vorhanden. Also sehe ich da schon ein bisschen schwarz, was der Regen uns ein bisschen Strich durch Rechnung macht. Aber wir müssen versuchen, das hinzukriegen. Das ist nämlich wichtig. Sonst haben wir ein Problem. Weil die wollen ja unbedingt. Genau.
Ja, muss man machen lassen, ne? Das sollte ein bisschen besser sein. Hoffe ich jedenfalls. Also von der Logik her, doppelte Bereifung, doppelte Haftung, wird auf jeden Fall vom Vorteil sein. Denn der Bonus garantiert zu nass, Regen von mehreren Stunden, natürlich nicht so günstig, ne? Aber ein bisschen weit, ein bisschen verfehlt, ne? Bin da dicht daneben, ist auch daneben, ne? Ich glaube, ein bisschen eilig, weil den nächsten Reifen kommen und warten. So, schauen wir mal. Sollen wir eigentlich hier? Also, wir haben Kurs hier. Klar, neu. Der Kurs weg, ne? Na ja, gut, neuer Versuch, rechnen wir neu aus. Am Startpunkt, dann können wir ungefähr da starten, wo wir aufgehört haben. So. Feld 3. Hier mal. Beginnen auf Feld 3. Meiner Meinung besser. So würde ich das machen. So. Und das wäre ja die Logik dabei, wenn er erst in der Mitte arbeitet und dann am Rand. So fährt das mal schon ein bisschen besser, aber er zieht immer noch nichts, ne? Gut. Wir machen schnell die Ballen sammeln. Also die Mähwerke arbeiten nicht ganz sauber. Wieder 10 Meter. Also laut 10 Meter soll es laut Hersteller sein, laut Mod. Beschreibung und das funktioniert wohl nicht. Da muss der Kollege bestimmt mit arbeiten. Düngen wollte ich noch. Das ist auch wichtig. Na, den nehmen wir nicht, den wir den. Und den können wir umrüsten. Pflegebereifung. Aber das machen wir im Hof. So, der Flug. Ja, da war es wieder so eine Spinne, garantiert der nasse Boden. Man kann natürlich hoffen, dass da irgendwann Regen aufhört. Ich habe aber eine Sorge, dass das Gras, wenn es so nass ist, auch nicht richtig so funktionieren könnte. Dass es vielleicht auf gut Deutsch Mist wird, ne? Dann haben wir echt ein Problem. Verluste. Ja, wollen wir noch nicht haben. Obwohl die BGH nimmt ja auch Mist, ne? Gut, wäre aber nicht der gleiche Erfolg wie gerade, ne? Auch mal das Beste. So, Pflegebereifung. Armbiss. Dann noch einen Düngersteuer nehmen, den großen gleich. Ohne immer den kleinen. Kleiner liegt ja so einsam rum. Na, das Kalk. Und nicht weiter. Oder ist da auch länger Steuer? Da steht noch schon 11. Nehmen wir gleich den, der steht eh parat. Dann brauchen wir nicht zum Hof zurück. Und der große wird breiter, der wird schneller.
Sehmaschinen sind auch schon parat. Für die Arbeit. So, jetzt geht's. Müsste eigentlich funktionieren. Pflegebereifung. Jups. Weil ist ja gerade mal gewachsen, ne? So. Kursgenerierung. Feld 2. Zweimal. Nehmen wir an, dass es gut klappt. Die Zeit ist gut. Ja. Vorne anfangen, Junge, vorne. Nicht mitten drin, da haben wir nichts von. Das muss doch schon zu sehen sein normalerweise. Speichern ist gut, aber nicht dauernd. So. Wachstum. Ja, gut, dünn klappt. Uns haben wir eine Verluste näher. So, damit da auch noch dünn. So, der arbeitet auch. Braucht eine Weile. Ein bisschen sammeln. Ein bisschen Gas geben. Gleich bei der Wiese 1 und dann gleich zur BGH bringen. Nord. Ich musste kurz überlegen. Fahren wir durch die Büsche durch. So. Wir sammeln, ne? Extra große Ballen, 10.000. Bin auch nur gespannt. Aber ich glaube schon. Ich wollte sowieso das einsehen. Also wir müssen noch ein bisschen was ernten. Ne? Weil mit Gras wird das nicht funktionieren. Wäre das langweilig. Später arbeiten. Ah, deswegen. Ich muss gerade einen neuen Ballen aufsetzen. Machen wir Querfeld ein. Ich glaube, der eine steht noch. Meine Sorge ist hierbei, dass die Ballen durch die Nässe Probleme machen werden. Na gut. Lange warten konnten wir nicht. Nicht mehr. Weil die Aussaat dauert ja auch eine Zeit, ne? Das ist ja alles Gatsch, die hier rumliegt hier, ne? Zum Glück können wir mit dem LKW überhaupt drauf. Ne? Also normalerweise festfahren ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Wenn es so was geben würde wie jetzt, was sie alle wünschen, so ein Boden, der sich entsprechend anpasst. Wäre bei so einem Wetter rauffahren nicht möglich. So, schnell auf Feld 13 die anderen Ballen holen und dann fahren wir zur BGH Süd. Und dann müssen die Ballen erstmal eine Weile liegen lassen, bis sie es umwandeln zur Silage. Soll aber auch ein paar Stunden dauern. Ist ja auch logisch, ne? Also
Na, da ist mehr Platz, komm vorbei. Hier haben wir die grünen Ballen. Aber die Farbe ist in dem Augenblick nebensächlich. Ich habe halt hier einmal grün und einmal weiß gewählt. Schwarz ist nicht zu empfehlen, ne? Wenn man Nacht ist, ne? Das sieht man schlecht. Im Dunkeln ist es ganz, ganz blöd mit schwarzen Ballen. Muss man da oben noch die wegnehmen, quer liegen. Das ist, glaube ich, besonders wichtig. Ich habe noch eine Wiese, aber da überlege ich schon, na, machst du ja, machst du nicht. Weil, wäre ja ganz klug, falls doch das schief gehen sollte mit dem Gras, dann wäre das doch klüger, man lässt das noch liegen, Entschuldigung. Schluck auf, gibt doch gar nicht. Denkt wieder jemand an mich. Ja. Müssen wir kurz einen Blick auf die Tiere werfen. So, der ist voll. Da ist. Jetzt geht's zur BGH, da erstmal zwischenlagern. So, ich überlege gerade, ob wir da was anders machen könnten. Feld 3 muss noch gepflügt werden und Feld 1, ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir da was aussehen können. Da, 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 genau. Ich weiß auch nicht, wo die Musik herkam, ich glaube hier aus YouTube. Gar nicht so einfach Musik zu finden. Naja, passend ist gut. Hier haben wir eine riesen Auswahl, ne? Aber naja, nicht alles mein Geschmack. So, sind wir schon verkehrt gefahren oder zu weit? Aber das macht nichts, dann fahren wir hier geradeaus. 30er Zone mit 90, das ist auch gut, ne? Ja, mal 3 haben sie vergessen zu schreiben, ne? So, mal kurz einen Blick riskieren, links oder rechts? Rechts. Aber wir müssen die Ballen zumindest zur BGH bringen, also nur zur BGH. Dann lade ich kurz ab und schaue es mir ganz kurz an. Gefahren. Ja, was sind 0,7 Jahre, ne? Ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr. Jetzt haben wir Frühjahr. Rede jetzt von der ersten Kuh, die schwanger ist, ne? Die trächtig ist. Ja, jetzt haben wir Frühlingsende, kann man sagen. Das heißt, Sommer und Herbst noch hinzu. Ersten Monat im Winter das erste Kalb. So, das lagern wir auch mal irgendwo hier ein. Dann kriegen sie so Bäume hier rum. So, ne, piep piep. Ständig Nachrichten kriegt ihr. So. Das werden wir hier ablagen. Dann das war ja noch ein Blödsinn, Grassilagen. Wollte ich gucken. Über den ersten Folgesende. So, liebe Zuschauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Gras, ja. Da muss denn die Nase stehen, dann geht's. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch zur zweiten Folge auch wieder da seid. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.